Mein Name ist Selina Demmschöder, ich studiere Musikwissenschaft und bin hauptsächlich neben dem Studium als freie Musikjournalistin tätig. Und als diese schreibe ich vor allem über Musik und über Konzerte. Und ich habe mich hier angemeldet, um das Gespräch über die Musik kennenzulernen und damit auch meinen Baukasten als Handwerkszeug zu erweitern und dann auch vielleicht später über Musik mehr zu sprechen. Mein Name ist Sabina Weich, ich studiere im Bachelor Musiktheorie und für mich war eher, da unser Studiengang eine etwas pädagogische Ausrichtung hat, war für mich interessant dieses Geschwätz über Musik, wie gelingt Podiumsdiskussion, wie gelingt mein Unterricht besser, dass ich die Menschen im Unterricht animieren kann, sich auszutauschen über Höreindrücke, Höranalysen und so weiter. Deswegen habe ich mich angemeldet. Mein Name ist Anne-Kathrin Abel, ich habe Musikwissenschaft studiert und arbeite in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit an einem Theater. Für mich war wichtig, auch herauszufinden, wie kann ich Menschen dazu bringen, von ihrer Expertise natürlich Gebrauch zu machen, dass sie über ihre Opern reden und trotzdem das Publikum mit einbeziehen, also das Gespräch über Musik für ein Publikum, da ein bisschen was kennenzulernen. Ja, mein Name ist Mareike Kaiser. Ich bin freischaffende Musikerin, die auch in der Musikvermittlung und im Kulturmanagement arbeitet. Da ist journalistisches Rüstzeug natürlich nicht verkehrt. Ich bin Sarah Walter. Ich bin freiberufliche Journalistin und gerade noch so im Master Musikwissenschaft. Und ich habe mich angemeldet, weil Interviews das Handwerkszeug von Journalisten sind und es immer gut ist, so die eigene Technik auch nochmal auf den Prüfstand zu stellen. Mein Name ist Markus Tatzig, ich bin studierter Musikwissenschaftler, ich lebe in Berlin und arbeite als Dramaturg für Oper und Konzert. Ich habe mich tatsächlich wegen Ursula Nusser angemeldet, weil sich mein Schreiben und Sprechen über Musik im Opern- und Konzertalltag primär im Rahmen der allamtlichen Werkeinführungen, der Matineen, Podiumsgespräche und derlei Dingen beschränkt und mich interessierte das Handwerkszeug einer Radiojournalistin, ob ich davon was in meinen Berufsalltag einbeziehen kann. Wir haben die letzten 4 Tage mit Frau Nusser in 2 Sektionen innerhalb der Sektion Musikjournalismus unterteilt. Die erste ist das Thema Interview, die euch Sarah und ich vorstellen werden. Und die zweite ist das Thema Podiumsdiskussion, die Kolleginnen später dann übernehmen werden. Beim Thema Interview haben wir uns primär mit dem Interview vis-à-vis beschäftigt. Also kein Interview, das auf einer Tonspur aufgezeichnet und später verschriftlicht wird, sondern eben das Interview, das mit einer Kamera aufgezeichnet wird, um sozusagen eine Live-Situation zu simulieren. Beim Interview vis-à-vis haben wir einige Punkte herausgearbeitet, die uns allen wichtig erscheinen. Zuallererst natürlich der Beginn in ein solches Interview. Der sollte klar, einfach und präzise gestaltet sein. Das Ganze muss einem klaren Gedanken folgen. Was möchte ich mit diesem Interview eigentlich herausfinden? Was interessiert mich und warum interessiert es mich? Eine sogenannte Scheunentor-Frage zu Beginn eines Interviews, also eine Frage, die eigentlich alles und nichts erfragt und eine Frage, auf die man mit allem und nichts antworten kann, ergibt unseres Erachtens nicht so viel Sinn, sondern direkt zu Beginn wirklich ein klares Statement in den Raum stellen, das eine ebenso klare Haltung dann vom Gesprächspartner einfordert. Zur Sprachlichkeit ist natürlich wichtig zu sagen, dass es nie darum geht, mit eigenem Wissen zu prahlen. Ich will also sagen, wir sind die Anwälte des Wissens, müssen eine klare Haltung uns gegenüber, dem Gesprächspartner gegenüber, aber auch der Thematik gegenüber haben, dürfen uns aber nicht in Floskeln verrennen. Die Sprache muss einfach sein und eigentlich sollte sie jeder verstehen, um eben einem möglichst breit gefächerten und nicht nur dem Expertenpublikum gegenübertreten zu können. Körpersprache ist eine wichtige Geschichte. Halte ich Augenkontakt? Wie ist meine Körperpartie? Wenn ich ein Bein überschlagen habe, ist es das Bein, das dem Partner abgewandt oder zugewandt ist. Das sind Kleinigkeiten, die aber einem Interview den letzten Feinschliff verleihen. Humor darf auf der Bühne nie fehlen. Es darf aber auch nicht
insofern übertrieben werden, als es dann oberflächlich wird. Denn alles muss fair ablaufen, alles muss mit Respekt ablaufen und in einem sympathischen und offenen Rahmen, der Barrieren abbaut und der einfach ein angenehmes Gefühl für alle an dem Interview Beteiligten entstehen lässt. Zu allerletzt, Mut zu kritischen Themen muss da sein. Ein bisschen wadenbeißerisch mal nachhaken ist durchaus erlaubt, aber auch das unter dem Deckmantel der Fairness und des Respekts. Genau, da würden wir jetzt gerne ein paar praktische Beispiele zeigen aus unserer Arbeit hier beim Mozart-Labor. Wir haben viele Interviews geführt, aufgezeichnet und ausgewertet, also auch viel darüber diskutiert, was wir da gemacht haben. Und unser besonderer Dank geht an unsere Gesprächspartner und Partnerinnen, an Evelyn Meining, Reinhard Göbel, Henrike Sommer und Ulrich Konrad, die trotz der vielen Veranstaltungen Termine für uns Zeit gefunden haben und uns tatsächlich Rede und Antwort standen. Dadurch haben wir viel gelernt, unter anderem, dass es essentiell ist, einen guten Einstieg ins Thema zu finden, die Person abzuholen und mit auf eine Reise zu nehmen. So wie es Sabina gemacht hat in ihrem Interview mit Henrike Sommer, da möchten wir hier einen kleinen Auszug vorstellen. Henrike Sommer ist ein Ausnahmetalent an der Geige, die sich gerade mit zahlreichen regionalen Wettbewerben sowie jugendmusiziert und sogar mit einer gelungenen Aufnahmeprüfung fürs Pre-College einen Namen macht. Henrike, du hast ja schon wahnsinnig viele Konzerte und Auftritte, Wettbewerbe und Aufnahmeprüfungen gespielt. Wie beeinträchtigt dich da Aufregung in solchen Situationen? Also klar, ich glaube, jeder ist aufgeregt. Es kommt bei mir persönlich immer auf die Situation an, was für ein Konzert ich spiele, was für ein Wettbewerb ich spiele. Natürlich auch, welches Repertoire man spielt, ob ich Solo spiele, ob ich im Orchester spiele, ob ich Kammermusik spiele. Also bei mir ist es von ganz verschiedenen Faktoren abhängig, so wirklich. Genau, bei dem Interview haben wir das Gefühl gehabt, die beiden Gesprächspartner haben sich genau gefunden. Und dann stellen wir hier nochmal ein Beispiel von Markus gegenüber aus seinem Interview mit Evelyn Meining. Frau Meining, 2021 wird das 100-jährige Jubiläum des Mozartfestes sein, das dann toi 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 in gewohntem bzw. geplanten Rahmen wird stattfinden können. Mit welchem Gefühl werden Sie auf den diesjährigen Festivalsommer zurückblicken? Eigentlich ist es eine ganz positive Erfahrung, dieses Festival erlebt zu haben im Rückblick. Jetzt ist es noch mit vielen Hürden verbunden, aber dann kann ich die 100-jährige Geschichte viel besser verstehen. Das mag jetzt für Sie ganz merkwürdig klingen, aber in der Vorbereitung für das 100-jährige Jubiläum habe ich mich sehr tief hineingekniet in die Entstehungsgeschichte des Mozartfestes und in die Zeitspanne der 100 Jahre. Und ich kann jetzt viel besser verstehen, woher diese große Kraft resultiert, die die Menschen bewogen hat, das Mozartfest über 100 Jahre durchzuführen. Genau, an der Stelle würde ich dich, Markus, einfach direkt nochmal gleich dazu fragen. Ist das für dich irgendwie auch eine Kunst, einen guten Einstieg zu finden und auch eine Atmosphäre erstmal zu schaffen? Auf jeden Fall. Für mich persönlich ist ein Einstieg, ein gelungener Einstieg in ein Gespräch, fast das Schwierigste an einem Interview, weil es vergleichbar mit einem gelungenen Auftakt oder einer schönen Opernouvertüre, die mich berührt. Ich finde, so ein Einstieg in ein Gespräch, muss irgendwie sitzen. Für mich selber, aber auch um meinem Gegenüber das Gefühl zu vermitteln, ich habe wirklich Interesse, mit dir ins Gespräch zu kommen und auch einem Publikum, was dann eventuell dabei sitzt. Denn wenn ich die Aufmerksamkeit nicht bekomme und nicht wirklich schon Interesse wecken kann, dann ist es, glaube ich, schwierig, dass das Gespräch gut an Fahrt gewinnt. Ja, ich finde, das ist hier voll gut gelungen, aber also, das ist auch nicht immer leicht, hast du erzählt. Ne? Also überhaupt nicht. Und Frau Meining, ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar, dass Sie auf meine Antwort geantwortet haben, denn ich bin natürlich Gefahr gelaufen, dass Sie sagen, das kann ich Ihnen nicht sagen, das kann ich Ihnen erst nächstes Jahr sagen. Also so eine gewisse Art von Spiel mit dem Feuer ist immer dabei, aber es hat mich wirklich, wirklich interessiert, ob Sie einen hypothetischen Rückblick jetzt schon zu wagen bereit sind. Und bin dankbar für Ihre Antwort. Ja. Hast du auch schon mal daneben gelegen irgendwann bei einem Einstieg? Ja, ich habe schon mal eine Sängerin mit falschem Namen
auf einem Opernpodium begrüßt. Das war mir sehr unangenehm. Sie war aber zum Glück nicht allzu nachtragend und ich konnte die Wogen relativ schnell glätten. Ja. Und hier hat das besondere Moment ja irgendwie die Überraschung, hat dann ja geklappt. Durchaus, ja. Stichwort Überraschung hatte ich am Anfang auch schon kurz angesprochen. Da haben wir ein Beispiel gehabt. Mareike hat ein Interview mit Herrn Professor Konrad geführt, einem Spezialisten durchaus für Mozart, aber eben auch für die Herkunft von Zitaten. Und Mareike hat ihr Interview mit einem Zitat über Mozart begonnen. Ja, er will immer. Fast bis in sein 10. Jahr hatte Wolfgang Amadeus eine unbezwingliche Furcht vor der Trompete, wenn sie allein ohne andere Musik geblasen wurde, wie man ihm eine geladene Pistole aufs Herz setzte. Papa wollte ihm diese kindische Furcht benehmen und befahl mir einmal, trotz seines Weigerns, ihm entgegenzublasen. Aber mein Gott, hätte ich mich nicht dazu verleiten lassen, Wolfgang hörte kaum den schmetternden Ton, ward er bleich und begann zur Erde zu sinken, und hätte ich länger angehalten, er hätte sicher das Fräse bekommen. Was sagen Sie zu diesem Zitat? Ja, das ist ein ungewöhnliches Zitat, nach dem ich noch nie befragt worden bin. Mhm. Sie sind die Erste. Es ist, glaube ich, an dem Beispiel hat man gesehen, dass es sich lohnt, sich mit dem Thema, über das man reden will, gut auseinanderzusetzen. Es ist aber nicht nur wichtig, sich so originelle Fragen und Gedanken zu überlegen, sondern eben auch dem Gesprächspartner auf Augenhöhe zu begegnen. Und in ihren Interviews hat uns Selina mit ihrer offenen und einladenden Haltung beeindruckt. Und hier kommt ein Ausschnitt aus ihrem Interview mit Evelyn Meining. Ja, Evelyn Meining, die Intendantin des Mozartfestes hier in Würzburg. Und ich bin ganz dankbar, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben, jetzt hier zu sein. Und auch danke, dass ich hier sein darf, denn Sie haben es ja möglich gemacht jetzt in dieser schwierigen Zeit, dass wir alle hier sein dürfen, und das ist wirklich ganz, ganz toll. Ragnar Schirmer hat gesagt, in dieser schwierigen Zeit war das Mozartfest wirklich ein Ankerpunkt für Sie, und auch Herr Göbel meinte, Sie als Intendantin haben da ganz viel Stabilität gegeben. Was haben Sie gemacht, um diesen Künstlern da so eine Sicherheit zu geben im Vorhinein? Ich bin von Anfang an mit den Künstlern im Gespräch geblieben. Also ich war immer überzeugt, dass wir ein Mozartfest machen werden im Juni. Als Corona ausgerufen wurde mit all den Radikalmaßnahmen, mit dieser Vollbremsung, habe ich gedacht, Gott sei Dank, dass das jetzt im März passiert. Und bis Juni vergehen noch 2,5 Monate, dann ist der Spuk vorbei. Ich hatte das am Anfang schon kurz angerissen, dass auch der Mut zu kritischen Fragen, ein bisschen wadenbeißerischen Fragen, immer da sein sollte. Sarah, du hast dich mit Herrn Göbel unterhalten, und wir haben einen Ausschnitt gefunden, den wir erst einmal unter dem Deckmantel der kritischen Frage euch als Beispiel vorstellen möchten. Oder aber durch einen Punkt oder durch, oder durch einen Bindestrich. Letztendlich kommen die Hörer ja aber wegen der Musik ins Konzert. Und meinen Sie wirklich, dass man den Unterschied hören kann, wenn der Künstler weiß, warum er da einen Abstrich spielt oder nicht? Ja, ich kann das. Ich kann das. Und die Leute, bitte, Sie sind Fachfrauen. das hört man ganz genau. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich kann zum Beispiel hören, dass Thomas Zehetmeier im Rondo C-Dur von 3764 von Mozart spielte. Martin, Didi, den Bidan. Weil nämlich jetzt diese leere E-Seite, die klingt anders im Abstrich, als würde er Paudam, Tidaharin, Pidaledadidadidam, Dadadidadidadidim, Badadidadidadidim. Das ist zwar nur ein klitzekleines Teil, das interessiert mich dafür. Wenn wir jetzt uns daran erinnern, dass wir das unter der Kategorie kritische Frage verstehen, könnte man genauso gut sagen, Gott sei Dank hat Herr Göbel so locker reagiert. Ja, stimmt, da war ich auch froh drüber. Es passiert eben auch manchmal so ungewöhnliche Antworten vielleicht, und es ist immer
auch ein bisschen eine Gratwanderung, den richtigen Ton zu finden in den Fragen, die man irgendwie stellt. Letztendlich ist aber Kritik ja im Interview auch angebracht und nötig, weil man eben auch so eine Meinung beim Gegenüber provoziert oder einfordert und eben auch ins gemeinsame Reflektieren kommt. Und wie ein Kollege aus der Nachbarschaftssektion gesagt hat, ein Journalist sollte hart in der Sache sein, aber verbindlich oder nahbar im Ton. Wenn man nicht direkt die Antwort bekommt, die man eigentlich hören wollte, lohnt es sich nachzubohren. Da haben wir auch ein Beispiel von dir aus diesem Interview mitgebracht. Ja, das heißt, dass das Künstlerische, das vermeintlich Künstlerische, also das Künstlerische muss ja eine Erdung haben, es muss ja eine Basis haben, es muss ja in einem Quadrat irgendwie ablaufen. Und solange wir historische Musik machen, ist das Wissen der Zeit jetzt erstmal die Grundlage dafür, also für das Gestalterische, was ich mache. Na, was ist irgendwie, also warum ist es das wichtig, dass man sich auskennt mit den Stücken, die man spielt? Weil sie ja in einer bestimmten Zeit geschrieben sind und weil sie umgeben sind von einem Theorieraum, also von einem Theorieraum einerseits für den Komponisten und andererseits, weil sie eine Ausstrahlung nach außen haben. Weil niemand irgendetwas geschrieben hat, von dem er ausgehen konnte, dass das nicht verstanden wird, weil das Unsinn war. Weil es einfach nicht verstanden wurde. Also wenn wir das Wachsen der Sinfonie oder des Sonatenhauptes. Wie hast du dich in dem Moment gefühlt? Warst du dann, hast du das Gefühl gehabt, das Nachbohren hat sich gelohnt in dem Moment? Ja, schon. Also es passiert ja auch relativ häufig, dass man nicht unbedingt eine Antwort auf die Frage bekommt, die man gestellt hat. Und ich finde, Journalisten sind auch nicht dazu da, einfach das Mikrofon hinzuhalten, sondern eben als Anwälte des Publikums oder des Wissens eben auch dazu da, Meinungen zu provozieren oder rauszuholen. Und da lohnt es sich auch nachzuhaken, auch wenn es nicht immer leicht ist, sich da so das Heft nicht aus der Hand nehmen zu lassen. Und man muss halt sehr gut zuhören, immer irgendwie wach dabei bleiben. Das finde ich nicht einfach, aber es lohnt sich, weil dadurch eben auch ein interessantes Gespräch entstehen kann. Genau. Was auch nicht immer leicht ist, nach all den Fragen, die man sich gestellt hat innerhalb eines Interviews, ist einen pünktlichen und eleganten Abschluss am Ende zu finden. Und Markus, wie beendest du eigentlich ein Gespräch? Mit einem ausgeglichenen Ruhepuls, als ich ein Gespräch beginne, weil mich am Ende eigentlich ein ganz knapper Gedanke interessiert. Ich habe mir inzwischen so einen kleinen Katalog zurechtgelegt und stelle am Ende meistens eine Frage aller ein abschließender Gedanke zu Zitat oder Gedanke oder drei letzte Worte über und bin bis dahin immer ganz gut gefahren, weil es dem Publikum und meinem Gegenüber erstens signalisiert, ich möchte das Gespräch jetzt abrunden. Die von mir eingeforderte Kürze kann und wird nicht immer eingehalten. Trotzdem soll irgendwie klar sein, dass es sich jetzt um ein knackiges, bestenfalls zu erinnerndes Schlussstatement handelt. Ich fühle mich mit Gesprächsschließungen wohler als mit Eröffnungen. Ja. Ich finde es auf jeden Fall ein guter Tipp oder auch ein Kniff, wie man das irgendwie machen kann. Und man sieht es jetzt auch in unserem letzten Beispiel der Interviewreihe aus deinem Interview. Leistung neu definiert. Sie sprachen eben von Bayern. Wenn ich das aus Berlin richtig verfolgt habe, war mit Verlaub und Respekt die Öffnung eines Biergartens bis dato wichtiger als die Öffnung der Kultur. Definitiv. Ganz kurz zum Abschluss, drei Gedanken. Wenn Markus Söder draußen vor der Tür stehen würde, was würden Sie ihm sagen? Ja, dass die Gesellschaft jetzt ihr wahres Gesicht zeigt. Und die Politiker, das würde ich ihm sagen, weil man könnte es ihm sagen, die Politiker jetzt zeigen, dass sie das im Fokus haben, was ihnen selbst nahesteht. Und die Kultur haben sie nicht im Fokus. Und sie schmücken sich gerne auf dem roten Teppich mit dem Ereignis der Hochkultur, Stichwort Eröffnung Bayreuth, auch Stichwort Eröffnung Mozartfest, Staatsempfang Mozartfest. Aber die Stunde der Wahrheit schlägt in einer Krise wie jetzt.
Wie wichtig ist dieser Gesellschaft die Kultur und die Regel, die Schaltwerke bedienen jetzt die Politiker? Und die Kultur wird in allen Regelungen, Verordnungen und Justierungen als allerletztes in die Schlange gestellt. Nach den Biergärten, nach den Baumärkten. Man definiert Rettungsschirme für die Lufthansa, für BMW und für die TUI, für den Tourismus, aber immer noch nicht für die Kultur. Und das ist eigentlich skandalös für unser Land der Dichter und Denker. Ja. Vielen Dank. Kommen wir zum nächsten Level unserer letzten vier Tage der Podiumsdiskussion. Im Zeitraffer angedeutet haben Sie eben schon gesehen, dass wir mehrere Möglichkeiten haben, wie wir unsere Gäste anordnen. Einmal wie die Hühner auf der Stange in einer Reihe, dann mit sehr großem Abstand, mit ein bisschen Chaos gesät, um Verwirrung zu stiften. Am besten ist jedoch ein Halbkreis. Das Ambiente sollte stimmig sein und zur verbalen Öffnung einladen. Auf Beistelltischen können Getränke für die Gäste platziert werden. Tischdecken und stilles Wasser helfen Nebengeräusche zu vermeiden. Ein Handout für jeden Gast, über jeden Gast, kann sehr hilfreich sein. Vorgespräche folgen nach der Themeneinarbeitung. Den Einstieg ins Podium finden Sie durch kurze, plakative Sätze über Ihre Gäste. Die Person, die als letztes vorgestellt wird, darf als erstes sprechen. Und dann kann es auch schon losgehen mit unserer Podiumsdiskussion. Zuhörer oder Mitspieler, macht auch das Publikum Musik? Ja, wie wir gehört haben, ist ganz schön viel zu beachten bei der Vorbereitung einer Podiumsdiskussion und am Ende auch bei der Durchführung einer Podiumsdiskussion. Denn gestern in unserem Themenbereich hatten wir die Aufgabe, eine Podiumsdiskussion vorzubereiten und am Ende auch durchzuführen. Dazu gehörten eben auch die Berücksichtigung von Technik und Stühlen aufbauen und die thematische Einarbeitung, die Beschäftigung mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Und am Ende eben auch die Auswahl eines Moderators oder einer Moderatorin. Und das war in unserem Fall jetzt die liebe Anne. Und Anne, genau, war dann am letzten Endes damit beschäftigt, thematisch sich vorzubereiten, Moderationskarten vorzubereiten und die Podiumsdiskussion durchzuführen. Genau. Ja, Anne, wie hast du die Vorbereitung wahrgenommen und was war so deine größte Herausforderung dabei? Also es war natürlich eine andere Situation, weil es eine Podiumsdiskussion jetzt in diesem Übungsrahmen war. Wir hatten nicht so viel Zeit, wie man jetzt eigentlich hätte, um eine Podiumsdiskussion vorzubereiten. Was wir zum Beispiel gelernt haben, dass vorher schon Vorgespräche mit den Gästen geführt werden, um die ein bisschen kennenzulernen, um zu gucken, was machen die eigentlich gerade. Das ist bei uns weggefallen. Da hatte ich natürlich den Vorteil, dass sich die Gäste aber untereinander einfach in diesem Rahmen Mozartlabor natürlich als Künstlerpersönlichkeiten schon kannten. Also da ist dann sozusagen meine geringere Vorbereitung dadurch ausgeglichen worden.
Und ansonsten war es eben gut, dass wir als Gruppe natürlich uns ausgetauscht haben, was interessiert uns zum Thema, ob das Publikum eben auch an der Musik beteiligt ist, also welche Rolle das da hat. Und aus diesem Pool an Fragen, die wir uns überlegt haben, habe ich dann natürlich rausgefiltert, zusammen mit dir übrigens, vielen Dank für deine Unterstützung da, in welcher Reihenfolge stellt man die Fragen, an wen richtet man welche Frage, wo erhofft man sich, dass dann jemand anders vielleicht noch dran anknüpft, weil wir ja zwei professionelle Musiker in der Runde hatten, Rainer Göbel und Ragnar Schirmer und eben als Veranstalterin Frau Meining. Und so musste man im Vorfeld natürlich auch gucken, wo werden da die verschiedenen Expertisen ja, abgerufen. Du sagtest gerade schon, wir haben eben im Vorhinein ein Brainstorming gemacht, was man zum Thema Publikum, Mitspieler oder nur Zuhörer stellen könnte. Ich war ja nun dabei und habe gemerkt, es ist ganz schön viel Thematik da auf den Zetteln. Es war nicht so einfach, das alles zu sortieren und da Themenblöcke irgendwie rauszusuchen, oder? Genau, also deswegen, da war der Austausch ganz klar wichtig, dass man da nicht nur irgendwie aus seiner Perspektive drauf guckt, sondern wirklich dann auch von anderen Sektionsmitgliedern da nochmal eine andere Fragestellung bekommt. Das ging mir dann auch später während der Durchführung der Diskussion so, dass man natürlich Fragen hatte, die man im Vorfeld für ganz wichtig hielt und dachte, dass das in dem Rahmen ist das relevant. Und dann festgestellt hatte, dass die Gesprächspartner das vorher in einem Nebensatz eigentlich schon abgetan hatten und dass das für die Gäste tatsächlich nicht so eine hohe Relevanz hatte. Und dann musste dann man damit so ein bisschen händeln. Ne? Ja. Also wie wir gerade gehört haben, bei Interview ist eine gute Vorbereitung durchaus von Vorteil und bei einer Podiumsdiskussion natürlich auch. Wir hatten noch das Thema Perfektionismus in unserer Runde, dass man auch manchmal davon ablassen muss, und dass es natürlich auch gut ist, Perfektionismus mal loszulassen. Hast du das im Vorfeld ein bisschen bei dir beobachten können? Im Vorfeld bei der Vorbereitung? Ja, von der Podiumsdiskussion. Ja, natürlich, weil aufgrund der begrenzten Zeit, die man hatte, da man natürlich filtern musste, was möglich ist in diesem Zeitraum. Ja. Ja. Letzten Endes haben wir es dann geschafft, eine Podiumsdiskussion vorzubereiten und wir schauen uns mal an, wie das räumlich dann aussah, denn die räumliche Vorbereitung ist ein A und O von der Vorbereitung. Bist du zufrieden mit dem Aufbau? Ja, also ich war froh, dass wir nicht wie die Hühner auf der Stange saßen, weil durch diese Halbkreisanordnung, dass sich wirklich jeder Gast ansehen kann, dass die Moderatorin in dem Fall gesehen wird und als Ansprechpartner wirklich auch auf die Gesichter gesehen werden können, ja. Und es ist tatsächlich ja auch eine Kunst für sich, dann die Personen anzuordnen. Je mehr, desto mehr Möglichkeiten, wie die Leute sich angucken und wie sie vielleicht interagieren. Das ist ganz schön viel Überlegung wert. Hast du dich bewusst dafür entschieden, in der Mitte zu sitzen? Ich hatte am Anfang tatsächlich überlegt, ob ich mich an den Rand setze, weil ich das in einer anderen Podiumsdiskussion, die ich mir im Vorfeld auf YouTube angeguckt hatte, so gesehen hatte und das auch funktioniert hat. Wir haben aber tatsächlich in dem Kontext uns da ausgetauscht, dass wir es so ausprobieren und wie wir auch später sehen werden, ich glaube tatsächlich, dass je nach Anordnung, wenn man es doch nochmal ändern würde, es kommt immer irgendwie ein anderes Gespräch bei raus. Man kann es nicht ganz voraussehen. Also wirklich ganz schön komplex, ziemlich viel zu beachten und wenn man dann noch perfektionistische Gedanken im Kopf hat, wie wir alle, glaube ich, gemerkt haben in den paar Tagen jetzt, viel zu beachten. Und während der Moderation hat man dann natürlich diese ganzen Gedanken im Kopf und diese ganze Vorbereitung, diese ganzen Fragen und Thematiken und wird die Technik funktionieren. Da muss man auch zwischendurch bei der Moderation und den Fragen sein Konzept tatsächlich mal über den Haufen werfen. Und dafür haben wir ein schönes Beispiel, wie du darauf reagiert hast. Mit Einschnitt und der CD und dann auch noch zu Hause. Also wen, wenn wir den sozusagen ermöglichen zu projektieren. Das ist sehr schwer, aber ich, da ich jetzt auch inzwischen das Publikum nur noch im Rücken habe, bin ich davon nicht mehr so wahnsinnig abhängig. Also ich kann mich sehr gut selbst stimulieren. Ja, ich bedanke mich sehr gerne zu meinen. Es ist doch der Unterschied zwischen Konzert und Aufnahme. Ein Konzert erfüllt ja auch andere Funktionen als eine Aufnahme. Ja. Eine Aufnahme vermittelt das Werk und natürlich den höchsten Anspruch des Musikers.
bis diesem Werk gerecht zu werden und es erblühen und erklingen zu lassen. Und ich höre auch sehr gerne CDs, das ist gar keine Frage. Das ist ein ganz anderer Anspruch, den ich in wenigen Jahren Ja, magst du was dazu sagen? Ja, also das war jetzt ein kurzer Ausschnitt relativ am Beginn der Diskussion, wo ich eigentlich auch vorhatte, erstmal den Einzelleuten, damit jeder mal zu Wort kommt, Fragen zu stellen. Und dann war nach Herrn Göbel eigentlich eine andere Frage vorgesehen und Frau Meining ist mir dann so ein bisschen ins Wort gegrätscht. Ich hatte noch gar nicht richtig angefangen und sie hatte dann was zu ergänzen. Und das war natürlich eine schöne Situation. Sie erzählte mir auch nachher, dass sie das ganz bewusst gemacht hat, um da so ein bisschen mal zu gucken, wie ich da reagiere. Und vielen Dank, Frau Meining. Aber das ist natürlich ein Gewinn, weil wir haben ja vorher schon gesagt, der Moderator, die Moderatorin ist inhaltlich nicht wichtig. Es geht darum, das Gespräch in Gang zu bringen und dass sich die Gäste austauschen. Und dass das schon so früh geklappt hat, da war ich sogar ein bisschen dann beruhigt und dankbar für, ja. Jetzt ist es natürlich die eine Sache, theoretisch zu wissen, es ist gut, wenn man sein Konzept nach hinten stellt und die Leute sich unterhalten. Aber ist dir da in dem Moment nicht auch ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht? Tatsächlich nicht, nein. Also ich musste auch nachher erstmal überlegen, als mich Frau Meining auf diesen Moment angesprochen hatte, wo war das doch noch gleich? Aber es ist halt durchgehend während des Gesprächs so, dass man natürlich verschiedene Funktionen hat. Man muss zuhören, was inhaltlich passiert, wo man da vielleicht auch anknüpfen kann, wo man, wenn jemand abgeschlossen hat mit seinem Beitrag, jemand anderen mit ins Boot holt, damit er doch auch gleichrangig so ein bisschen behandelt wird. Und in diesem ganzen Komplex ist man sowieso die ganze Zeit beschäftigt. Ja, das hat Frau Nusser uns auch während des Tages gestern erzählt, dass die Moderation einfach wirklich in den Dienst des Gesprächs gestellt wird. Dass man sich natürlich mit sich selbst beschäftigt und diese ganzen Gedanken hat, aber immer im Blick haben muss, das Gespräch ist wichtiger, als dass mein Konzept aufgeht oder dass ich da irgendwie gerade meine Frage stellen muss. Ja, wobei wir haben ja auch bei den Interviews vorhin gehört, dass natürlich wichtig ist, was für eine Grundfragestellung gibt es, wird die bedient oder geht es in eine ganz andere Richtung. Da hätte man dann natürlich wieder ein bisschen auf den Pfad zurückführen dürfen tatsächlich. Und ich finde, das ist auch die Kunst, dann im Endeffekt den roten Faden beizubehalten und dann doch natürlich bei seinem Konzept zu bleiben, vor allem wenn es gen Ende geht, mein Blick geht auch immer gegen die Uhr, aber dass man ein Zeitlimit natürlich einhalten muss und dann auch mal sein Konzept durchsetzen muss, vor allem genau gegen Ende. Und dafür haben wir jetzt auch nochmal ein Beispiel. Hoffentlich. Das dient zur Spannungssteigerung. Gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir das einfach kurz nacherzählen. Möchtest du? Genau, also vielleicht sehen wir es auch gleich noch, wer weiß. Also soll ich das jetzt vorweggreifen? Gut, es ging einfach zum Ende hin, wir hatten nicht mehr viel Zeit, man hat natürlich einen begrenzten Zeitraum, wir haben ja auch den Zeitplan hier, an den sich alle Künstler halten müssen. Ich glaube, die nächste Veranstaltung für zwei Gäste war schon eine halbe Stunde später. Und deswegen mussten wir natürlich gucken, dass wir rechtzeitig fertig werden. Da hatte ich meine Verbündeten im Publikum, die mir dann quasi ein Zeichen geben, wenn die Zeit so langsam zum Ende geht. Und da muss man natürlich gucken, dass man dann einen schönen Abschluss findet, dass man nicht einfach abrupt aufhört. Und genau, da muss man dann eventuell auch mal jemanden unterbrechen. Und das war bei mir tatsächlich so, dass ich Herrn Göbel dann so ein bisschen abschneiden musste. Und das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Oder du erzählst einfach weiter. So. Funktioniert's oder? Erzähl einfach mal ein bisschen mehr. Gut, also weil wenn sich die Künstler ein bisschen in Rage reden, was natürlich toll ist fürs Gespräch, da hat man dann sein Soll erfüllt sozusagen. Und zum Ende finden will, da hatte ich meine Schlussfrage tatsächlich nochmal im Kontext des Mozart-Labors und des Mozart-Festes inhaltlich angeordnet. Das heißt, die letzte Frage von mir war eher für Frau Meining bestimmt und da musste ich dann tatsächlich gucken, wo finde ich einen Punkt, dass ich Herrn Göbel, der vorher dran war, nicht
wirklich mitten in den Satz komme, sondern wenn er einen Punkt macht, dann hat er eine kurze Atempause gemacht. Und da habe ich gedacht, das ist jetzt mein Punkt. Ich habe tatsächlich einen kleinen Moment zu lange gezögert, er wollte dann schon weiterreden, aber da war dann auch keine schlechte Stimmung oder sowas im Raum. Das war völlig in Ordnung, dass ich dann meine Frage an Frau Meining gestellt hatte und wir so zum Ende kommen konnten. Genau, dieser kurze Moment zu spät ist, glaube ich, gar nicht so schlimm, aber das zeigt einfach auch, dass als Moderatorin man Entscheidungen treffen muss, innerhalb von Millisekunden manchmal, in welche Richtung man das Gespräch weiterführt oder welche Frage man jetzt am besten stellt, in der Gefahr auch, dass es vielleicht in eine andere Richtung geht als das Konzept. Also wieder die Moderation in den Dienst des Gesprächs stellen. Ich würde jetzt zum nächsten Beispiel gehen, oder ist das jetzt... Wir können uns auch kurz angucken. Wir können uns das schon noch einmachen. Ja, okay. Wir haben ja die Zeit. Wenn es denn funktioniert. Aber ich glaube... Aber das ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass man auch natürlich gucken muss mit der Technik und so weiter, dass einem das immer noch mal ein Schnippchen schlagen kann, ja, dass man das gut überprüft im Vorfeld. Gut. Ich finde aber generell hast du das ziemlich gut gemacht, diese Unterbrechungen und mal vom Konzept abweichen und durch die Vorbereitung weiß ich natürlich auch, dass du ab und zu Fragen stellen musstest, die du gar nicht vorgesehen hattest oder bearbeitet hast. Deswegen fand ich das ziemlich gut. Und am Ende ist auch wirklich ein gutes Gespräch dabei entstanden zwischen Frau Meining und Frau Schimmer und Herrn Göbel. Und ich finde, du hast es gut geleitet und auch losgelassen, dass die drei sich auch zum Teil von alleine unterhalten haben, gar nicht die Leitung brauchten von dir manchmal. Und das ist natürlich, glaube ich, das Ziel von einer Podiumsdiskussion, dass man die verschiedenen Parteien eben zum Reden bringt und auch in Interaktion treten lässt. Und genau, wir haben ja jetzt den einen Ausschnitt gesehen. Du warst ja ziemlich aufgeregt, weil es deine erste Podiumsdiskussion war. Ja. Und du hast jetzt ein paar Ausschnitte gesehen. Was sagst du so als Fazit zum Abschluss darüber? Ich hatte ja, wie gesagt, die dankbare Situation, dass die Künstler sich untereinander auch kannten und wertschätzten und mochten und wir ein Thema hatten, wo es jetzt nicht irgendwie um so ein Ping-Pong-Spiel ging, wo wir irgendwie ganz unterschiedliche Ansichten im Vorfeld schon gegeneinander ausspielen wollten. Also diese Schwierigkeit hatten wir thematisch nicht. Und ja, also aufgrund dessen, dass wir tatsächlich leider auch kein Publikum dabei hatten, war es dann tatsächlich auch ein intimer Rahmen, wo es einfach tatsächlich um einen Austausch ging. Und dieser Austausch ist gelungen und bin ich natürlich froh drum, ja. Dann auf jeden Fall vielen Dank, dass wir dein Ergebnis präsentieren durften. Oder halb präsentieren durften. Ja, vielen Dank. Genau, dann würde ich jetzt die ganze Gruppe nochmal nach vorne bitten. Arbeitsreichen Tagen und ich möchte natürlich von meinen Stipendiaten und meinen Stipendiatinnen zunächst mal wissen, was nehmen sie mit? Was hat es ihnen gebracht? Markus Tazi fängt bitte an. Zwei Stichwörter: Lernen und Vernetzung. Ich bin der Überzeugung, dass man immer dazu lernen kann. Ich habe für meinen Arbeitsalltag tatsächlich wertvolle Dinge mitnehmen können. Mir ist klarer geworden, als es vielleicht vorher klar war, dass man sich gerade in Bezug aufs Interview klar machen soll, wofür ist es eigentlich. Wir haben viel darüber gesprochen, ist es ein Interview, das vielleicht gestreamt wird, ist es ein Interview, das im Print erscheint, ist es ein Interview, das in einem Programmheft erscheint oder nur auditiv im Radio. Und das ist einfach unterschiedliche Herangehensweisen, Konzepte und derlei Dinge einfordert. Und ich glaube, das ist wertvoll für meine Arbeit, das nehme ich in jedem Fall mit. Und Punkt 2, wie alle wissen, Vernetzung ist wichtig für uns, unsere Branche und ich bin der Meinung oder hoffe zumindest hier mit einigen neuen Kontakten morgen nach Hause fahren zu können. Bitte schön. Dann mache ich einfach weiter. Genau.
Mich hat beeindruckt, wie unterschiedlich die Stile sein können, wie man Gespräche führt und dass jeder von uns so seine eigene Persönlichkeit mit reingebracht hat. Es hat mir sehr viel gebracht, so im starken Austausch darüber zu sein, mit allen gemeinsam. Und die Diskussionen waren nicht ohne Widerstände, um das jetzt vom Motto aufzugreifen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da alle mit guten Erkenntnissen dann auch gewachsen sind und weitergehen. Mareike. Also ich war froh, dass wir viel Praxis hatten, aber auch eben in der Theorie viel dazu gelernt haben. Ich merke, dass es für mich unglaublich wichtig ist, gerade in diesem Rüstzeug mehr dazu zu lernen, wenn ich mal für mich selbst sprechen muss oder auf der Bühne sprechen muss und nicht meine Trompete als Schutzschild dabei habe, sozusagen. Anne-Kathrin Abel. Ja, für mich war es sehr lehrreich und gewinnbringend, dass wir tatsächlich so viele verschiedene Interviews, so viele verschiedene Stile gesehen haben, uns von den anderen Kollegen in der Sektion beobachten konnten, dass wir natürlich von der Eigenwahrnehmung und der Außenwahrnehmung uns da auch selber vielleicht nochmal in einem anderen Licht gesehen haben, wenn man dann das Gespräch führt. Und genau, ich finde, dass wir jetzt in diesem Rahmen von dem Mozart-Labor diesen Austausch zwischen verschiedenen Künstlern und auch Musikwissenschaftlern und Vortragenden und so weiter gesehen haben, auch in Veranstaltungen von der Reihe selber, die ja rundherum ständig stattgefunden hatten, Gespräche über ein Thema, also da konnten wir uns auch viel abgucken. Und da nimmt man sich doch jetzt einiges mit nach Hause, einfach aus der Beobachtung heraus. Und Learning by Doing ist, glaube ich, ganz groß geschrieben. Je häufiger man die Möglichkeit hat, solche Gespräche zu führen, desto mehr entwickelt man sich weiter, ja. Selina Weich. Ich nehme tatsächlich sehr viel mit für mein Studium, weil mir es im Umgang mit den Interviews aufgefallen, in der ich jetzt mal nicht in der, was ja normalerweise in Unterrichtssituationen ist, dass ich der Experte bin, hoffentlich jedenfalls. Und das ist bei den Interviews nicht so. Und ich habe durch Frau Nusser auch gelernt, wie es ist, mal nicht in dieser Expertensituation zu sein, aber trotzdem Fragen stellen zu können und die Fragen auch mal durchaus offener zu lassen. Und da ist mir aufgegangen, wie sehr ich im Unterricht darauf fixiert bin, genau die Fragen zu hören, also die Antworten zu hören, die ich hören will. Und wie sehr ich dann auch diese Fragen danach stelle und den Studenten nicht so viel Freiraum lasse. Deswegen, das hat mir sehr viel gebracht, danke. Selina Tettröder. Ich glaube, dass das Gespräch und der Austausch unheimlich wichtig ist und deswegen diese Sektion mir auch viel gebracht hat, weil ich irgendwie auch gelernt habe, dass man sich so schnell verbrabbelt und so schnell Informationen preisgibt, ohne sie tatsächlich zu strukturieren und zu durchdenken. Natürlich ist es immer ein Wechselspiel zwischen Vorbereitung und Struktur, aber auch Flexibilität, und das ist so wichtig und ich finde es schön, das so ein bisschen gelernt zu haben. Das ist natürlich auch ein Übeprozess, ich werde das auf jeden Fall mitnehmen, weil man einfach permanent im Gespräch ist und das nicht nur auf die Musik natürlich anwenden kann, sondern auch in anderen Lebensbereichen. Und ja, ich versuche das einfach für mich mitzunehmen. Ja, vielen Dank. Ich kann nur sagen, für mich war es eine große Freude und ein großes Vergnügen, mit einer so tollen Gruppe arbeiten zu dürfen und mit jungen Leuten, die teils schon sehr viel Erfahrung hatten, teils überhaupt noch keine, aber man hat das alles eigentlich gar nicht gemerkt. Mir hat es, wie gesagt, viel Spaß gemacht und ich meine das durchaus ernst, wenn ich sage, dass auch ich wieder viel von Ihnen gelernt habe. Also gerade Ihre Einstiege in die Interviews, die waren zum Teil für mich so originell. Also gerade die Sache mit diesem Trompetenzitat über Mozart, und dann bekommt man im Gespräch gleich einen tiefen Einblick in die Musikwissenschaft. Und auch andere Einstiege, mich hat das wirklich sehr bereichert, und Sie haben ja selber auch gemerkt, dass es nie langweilig wird, wenn man Interviews führt oder moderiert. Weil jedes Mal ist die Situation wieder anders, man wird jedes Mal überrascht. Manchmal klappt es nicht so, wie man will, und manchmal läuft es dann ganz toll, aber man entwickelt eigentlich keine wirkliche Routine. Und das macht eigentlich den Reiz dieser ganzen Geschichte aus. Dass Sie jetzt ja, diese ganze Corona-Geschichte, dass wir die bald hinter uns lassen, damit Sie auch die Möglichkeit haben, schnell das, was Sie jetzt hier so mitgenommen haben, auch zu vertiefen und zu praktizieren. Also ich hoffe sehr, und bemühen Sie sich doch bitte auch darum, solche Möglichkeiten, so sie sich Ihnen bieten, auch zu ergreifen. Weil man entwickelt sich wirklich nur weiter, wenn man das immer wieder und immer wieder macht, und dann entwickelt man natürlich auch
ja, mehr Sicherheit bei diesen Auftritten. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz, ganz herzlich. Ich bedanke mich natürlich bei Ihnen, Frau Meiling, dass wir diese Möglichkeit hier hatten und dass Sie so gekämpft haben, dass dieses Mozart-Labor stattfinden konnte. Und wir beenden das jetzt, ich hoffe, mit zwei Fotos, die so ein bisschen unseren Zustand am Ende des Seminars widerspiegeln. Vielen herzlichen Dank. Ich habe gelernt, wie man ein Selfie macht. Es war ein